Tag der lebenden Toten kam tatsächlich im ersten Buch schon vor. In der allerersten Sabbatkampfstunde hat Snape Potter schon nach dem Tag der lebenden Toten befragt. Und das war schon relativ dreist von ihm. Denn tatsächlich steht er erst auf dem Lehrplan für die 6. Klasse. Und wir mahnen ihn sogar erst in der 7. Klasse. Ja, er kam dann natürlich auch in der 6. Klasse wieder vor und so schließt sich der Kreis. Da hat Harry nämlich einen ganz tollen Trank der lebenden Toten gebaut, weil er ja das Buch des Halbblutprinzen hatte. Ja, mal schauen, was wir jetzt heute über den Trank der lebenden Toten noch erfahren. Hier steht leider nicht dabei, wie viele Energiepunkte empfohlen sind, wie bei den anderen Sachen. Aber Zaubertränke sind immer 3 Stunden, das heißt so 90 Energiepunkte sollten reichen. Ich habe 90 Energiepunkte, also gehen wir mal ihn. Oh, ah, steht doch da. Ach, es steht ja doch da. Gut, dann habe ich genug. Gehen wir mal rein und mal schauen, was Snape so zu erzählen hat. Ich sammle übrigens nicht mehr die Victor-Punkte, weil ich habe Victor inzwischen aufgelevelt und jetzt wieder ist er überall zu stark. Also ich kann ihn jetzt wirklich nicht mehr effektiv weiterleveln, weil er zu stark für mich ist. Ich muss alles weiter nach oben bringen. Let us begin. Let us begin. Ja, also Trank der lebenden Toten bei Professor Snape. Es beginnt mit einem Vortrag zum Trank der lebenden Toten. Nicht mit einem Vortrank. Zum Trag der lebenden Toten. Heute werden wir uns mit einem extrem schwierigen Zaubertrank befassen. So extrem schwierig, dass ich in wenigen Monaten einen Erstklässler danach befragen werde. Der Trank der lebenden Toten ist schwerer als der Mega-Power-Trank. Passen Sie auf, seien Sie still, zwingen Sie mich nicht, mich zu wiederholen. Hören Sie zu. Ansonsten kann es sein, dass ein Teil von Ihnen das nicht überlebt. Apropos Trank der lebenden Toten, das ist ein Schlaftrank. Das hat jetzt nichts mit Überleben und so zu tun. Ja, gut, dann mal schauen, was es so zu erzählen gibt. Der Trank scheint sich zu setzen. Nur noch eine Prise mehr. Was für Bonnie noch? Kann ich... Kommt die Wermut-Infusion als nächstes dran? Ich scheine ihn schon zu brauchen beim Vortrag. Vorsicht, Cody, damit du nichts verschüttest, sage ich zu mir selbst. Okay, ich führe das Gespräch. Was schwimmt denn hier an der Oberfläche? In der Geschichte von Hogwarts hat es nur ein Schüler geschafft, diesen Trank in weniger als einer Stunde zu brauen. Dieser Schüler wurde Halbblutprinz genannt. Ich verrate jetzt nicht seinen bürgerlichen Namen. Na gut, das hier riecht ziemlich seltsam. Und hier haben wir noch einen Bottich. Fassen Sie das nicht an! Ja gut, ich gehe ja nicht ran. Ja, dann nehme ich mir jetzt doch Victor-Punkte, na gut. Wenn Sie aufgepasst haben, Bailey, dann sollte Ihnen diese Frage leicht fallen. Das Gehirn von welchem Geschöpf braucht man für diesen Zaubertrank? Was? Das hat er nicht gesagt und ich... und selbst hier im Zaubertrankunterricht, ich habe bei Potterwiki noch offen, steht nur... Afodilwurzel fein gehackt, Wermut als Sud zerkocht, Saft einer Schlafbohne und Baldrianwurzel. Hier steht nichts von dem Gehirn. Naja, also es wird wohl kein Drachengehirn sein und auch kein Muggeltier. Wahrscheinlich eher der kleine Billy. Tatsächlich ein Muggeltier. Okay. Das war aber noch eine Info, die noch nicht released wurde. Das ist voll unfair, Professor Snape. Aber bin ich gar kein Erstklässler. Na, wir wiederholen das Rezept nochmal, ja? Okay. Ich erwarte, dass Sie diese Rezepte auswendig lernen und fehlerfrei aufsagen können. Okay. Was steht denn hier so? Baldrian, ja, davon habe ich schon gehört. Das stand auf dem Potterwiki. Wie viel Faultiergehirn ist zu viel? Diese Tipps für die optimale Nutzung von Faultiergehirnen sind wirklich hilfreich. Ja, noch hilfreicher wäre es gewesen, Liz, wenn du mir das früher gesagt hättest, bevor Snape die Frage gestellt hat. Ich habe beim Lesen einige neue Tricks gelernt. Ja, danke. Ja. Dann machen wir mal hier weiter. Okay, Cody, es ist an der Zeit, dein Gedächtnis auf die Probe zu stellen. Oh, Memory. Gut, dann konzentrieren. Konzentrieren. Besen, Besen, Schlange, Schlange, so und ja. Das muss ich mir jetzt merken. Okay, also hier war Schlange, Schlange. Hier war Drachen, Drachen. Besen, Besen. Das war da. Und das, der Schnatz, wo war der andere Schnatz? Oh, ich hab's tatsächlich auf Anhieb richtig. Naja, gut. Kann ja auch mal gut laufen. So. Okay, machen wir mal weiter. Jetzt müssen wir die Schlafbohne zerstoßen. Seien Sie vorsichtig mit dieser Schlafbohne.
bin ich immer. Jemand sollte etwas gegen dieses Chaos unternehmen. Ich bin mir nicht sicher, wo das hier hingehört. Sultan zu zerstören ist leichter gesagt als getan. Wie wär's damit? Ach, weiß ich nicht. Was haben wir denn da oben noch im Regal? Tolles Aroma, ja. Seien Sie damit vorsichtig. Sie sind noch am Leben. Wär ich oder die Sachen in den Gläsern? Oh, ganz viele Victor-Punkte. Toll. Ich muss jetzt aber die Schlafbohne vorbereiten. Also einmal die Schlafbohne zerstoßen. Wobei im Buch des Halbblutprinzen stand doch, ich muss das ja mit der flachen Seite vom Messer machen oder irgendwie sowas. Also, ja, aber ich habe ja nicht das Buch des Halbblutprinzen hier liegen. Ein Fehler. So, ach ja, und nach nächstes wird die Schlafbohne natürlich auch. Was? Es ist gleich Zeit, die Schlafbohne dazuzugeben. Okay, dann machen wir das mal. Ja, bitte. War es Wermut und dann Aphodilwurzel oder erst Aphodilwurzel und dann Wermut? Ist das hier richtig? Ja, ich bin halt so unsicher, was ist denn los hier? Kannst du uns bitte etwas mehr Platz geben? Ja, ja, sind wir jetzt eigentlich sowas wie Verwandte, wenn unsere, wenn deine Tante und mein Vater so eng zusammenarbeiten? Dieser Anblick gefällt mir nicht. Er fängt an zu dampfen, ist das gut? Oder nicht so? Ich verstehe nur Bahnhof. Naja. Ne, hier nehme ich mir dann lieber mal wieder Geld. Mein Zaubertrank sieht aus, als wäre er fertig für die Schlafbohne. Also einmal die Schlafbohne fallen lassen. Hervorragend. Und loslassen. Ja, genau, rein damit. Und umrühren. So, fertig umgerührt. Und da freut sich sogar Liz. Ja, können wir weitermachen, bitte? Ja, wir können weitermachen. Und ja, weiter bitte. Dann was gleich mal. So, letzter Stern. Fertigstellen des Tranks der lebenden Toten. Mal sehen, wie viele von ihnen versagt haben. Ja, das werden wir jetzt gleich rausfinden. Riecht besser, als ich erwartet hatte. Fertig! Jetzt muss ich diesen Trank nur noch an einem arglosen Opfer testen. Sie haben nicht so viel hiervon verwendet, oder? Doch, das sind noch Schlafbohnen, die habe ich benutzt. Ja. Wenn Sie wüssten, was Sie tun, hätten Sie damit keine Schwierigkeiten. Okay. Nur noch etwas mehr davon, ein bisschen mehr hiervon. Die Farbe hat sich geändert, das ist seltsam. Das ist nicht gut, aber auch nicht schlecht. Na gut, dann. Wow, 40%. So, noch mehr Victor-Punkte. Yay. Ein Trank der lebenden Toten ist beinahe fertig. Ich muss nur noch hier. Hey, ich habe den Trank der lebenden Toten. Ich habe den Trank der lebenden Toten. Achso, ich mache noch einen Platz rein. Na gut. Und jetzt habe ich auch den Trank der lebenden Toten. Okay. Gut, ja, und Liz freut sich. Danke. Ja, Trank der lebenden Toten ist erledigt. Dann muss ich als nächstes noch mehr hier Punkte in Geschichte der Zauberei sammeln. Ah, oh, Rath hatte den Krankflug auf mich. Ja, sorry, ich habe halt Unterricht. Was soll ich denn da machen? Ja, die kann ich schon mal einsammeln. Achso, ich wollte. Ja, da, danke, danke, danke. Ich wollte hier noch gucken. Hier gibt's wieder was zum Einsammeln. Hey, wow. Ah, oh, Mist, das sind Energiepunkte. Ah, die hätte ich später sammeln sollen. Naja, dann kann ich jetzt im Off ja direkt schon mal mit den Energiepunkten, Geschichte der Zauberei anfangen vorzubereiten. So. Und dann. Hab ich noch irgendwas vergessen? Ja, Rath wartet im Krankenflügel, aber die hat halt Pech gehabt. So, dann sag ich mal wieder Tschüss, over and out.